Zu Beginn unseres Tests wird die Wegezelle mit Spannung versorgt. Dazu nimmt man die Spannungsversorgung des Wegetransmitters. Anschließend werden die beiden Signalausgänge, grün und weiß, die aus der Wegezelle hinausgehen und das Messsignal zur Verstärkung an den Wegetransmitter weitergeben, mit dem Multimeter verbunden. Hier wird der elektrische Widerstand in Ohm gemessen. Zur Anschlussbelegung kann man sich den mitgelieferten Infozettel zur Hilfe nehmen. Man sieht, Plus und Minus sind mit dem Wegetransmitter verbunden. Somit ist die Zelle mit Spannung versehen. Der angezeigte Wert ist 353,1 Ohm. Das ist quasi der Ausgangswiderstand der Wegezelle. Wird die Wegezelle belastet, wird sich der Wert entsprechend erhöhen. Wird die Zelle anschließend wieder entlastet, sollte der Wert wieder auf die ursprüngliche Zahl, 353,1, zurückgehen. Tut er dies nicht, ist davon auszugehen, dass der Wegezellenkörper beschädigt ist. Dies kann zum Beispiel durch Überlast passieren. Unser Test war erfolgreich. Der Ursprungswert ist nach Belastung wiederhergestellt. Die Wegezelle funktioniert einwandfrei.